Mittwochnachmittag Training beim TSV für die Kleinsten. Rund 150 Mitglieder zählt der Verein. Seit 2005 betreibt er die Niederlausitzhalle. Schwerpunkt ist die Leichtathletik. Alexander Riedl ist seit er denken kann dabei. TSV, das ist mehr als nur gemeinsam Sport treiben. Jedes Jahr im Sommer fahren wir dann immer einmal durch Europa. Mittlerweile sind wir ein bisschen auf Deutschland beschränkter durch die Corona-Pandemie natürlich. Aber ansonsten, das sind wahnsinnig tolle Erlebnisse und vor allen Dingen das Zusammensein ist wirklich das, was auch über die Jahre immer weiter gestärkt wurde. Und man hat auch immer noch mit denen, die jetzt schon längst aus dem Verein raus sind, immer noch Kontakt und das ist einfach toll. Die Jüngsten beim TSV sind gerade mal 4 Jahre alt. Auch Florentine Wolbring hat mit 4 angefangen. Das ist nun schon ein paar Jahre her. Das ist halt wie meine zweite Familie hier. Ich kenne jeden mit Namen, mit Alter, wo die wohnen. So, das sind halt meine Freunde, meine zweite Familie. Und deswegen ist es einfach ein Traum, hier Training zu haben. Viele Kinder stammen aus Familien mit Migrationshintergrund. Aber gerade das macht den Turn- und Sportverein aus. Er verbindet Nationen. Auch An Lik Xuan ist so zum Verein gekommen. Der Leichtathletik ist für mich auch die zweite Familie. Ich fühle mich hier geborgen. Die Halle ist mein zweites Zuhause, kann man sagen. Die ganzen Kinder, ich mag die Kinder mögen mich. Und für mich ist ein Leben ohne diese Kinder, ohne das Training gar nicht vorstellbar. Heimat. Aber nicht nur das will der TSV sein. Natürlich geht es auch um Erfolge. Und die bringen die Sportler von ihren Wettkämpfen immer wieder mit zurück. Unser Verein ist immer erfolgreich, also egal wo wir aufschlagen, muss man wirklich so sagen. Die Löwenspiele sind ein Wettkampf, wo es vor allen Dingen auch um die Mannschaft geht. Da holen wir seit Jahren den Mannschaftspokal und da gibt es vorher festgelegte Disziplinen, in denen entsprechend Punkte vergeben werden. Und da sind wir sehr erfolgreich seit Jahren. Mit der Tartanbahn ist die Niederlausitzhalle seit ihrer Eröffnung im Jahr 1959 Heimstätte für die Leichtathletik in Senftenberg. Doch die Bahn ist in die Jahre gekommen. Der Sanierungsaufwand staut sich. Noch kann man trainieren in der Halle. Ja, also der Zustand der Halle hat schon seit Jahren immer wieder ein bisschen mehr abgenommen. Also auch durch die Auslastung, durch die Messen, wo dann entsprechend auch Beschädigungen am Boden entstanden sind. Und auch die lange Zeit, wo das Dach undicht war, ist der Boden aufgewölbt und es ist nicht ganz optimal. Alles in allem ist sie immer noch nutzbar, das muss man festhalten. Aber es wird immer wieder schlechter mit der Zeit. Ne? Seit Jahren sucht die Stadt Senftenberg nach einer Lösung für die Halle. Sie steht unter Denkmalschutz. Das macht nichts leichter. Auch wenn die Halle so manch liebgewordene Erinnerungen beherbergt, was zählt, sind Fakten. Baulich ist sie aber tatsächlich in die Jahre gekommen. Nicht nur der Sanitärbereich, der Umkleidebereich, vor allen Dingen aber auch das Dach. Und die energetische Bilanz ist natürlich ganz, ganz schlecht. Hier ist dringender Handlungsbedarf. In den nächsten Jahren müssen wir definitiv zu sanieren. Aber das ist natürlich ein mehreres Millionenprojekt. Das schaffen wir alleine ohne Fördermittel natürlich überhaupt nicht. Mittlerweile gibt es ein Konzept, die Niederlausitzhalle mit Mitteln aus dem Strukturwandel zu einer zukunftsfähigen Mehrzweckhalle umzubauen. Was hat es damit auf sich? Also das Wort Konzept ist natürlich völlig übertrieben. Es sind die ersten Überlegungen, nämlich im Rahmen des Strukturwandels, die Niederlausitzhalle wieder mit Leben zu erfüllen. So wie es früher schon mal war, mit großen Veranstaltungen, nicht nur sportlich, sondern auch kulturell, aber vor allen Dingen auch Musikveranstaltungen. Wir können uns noch gut daran erinnern. Im Moment geht es nicht, diese Veranstaltungen gibt die Halle nicht her, sowohl akustisch nicht. Und da war meine Überlegung, hier im Rahmen Strukturwandel zu versuchen, Fördermittel zu bekommen. Hier sind wir natürlich ganz, ganz am Anfang. Es gibt noch keinerlei Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung. Also Konzept ist noch nicht das richtige Wort. Es sind die Überlegungen für eine Multifunktionshalle. Eine Turnhalle ist nicht förderfähig. Wäre das für den TSV, speziell für die Leichtathletik, das aus? Das ist die bange Frage. Ohne Tartanbahn geht bei den Leichtathleten nichts. Doch die ist in dem Konzept zur Sanierung der Niederlausitzhalle wohl nicht vorgesehen. Der Bürgermeister beschwichtigt. Als das die Ideen, wie man eine Multifunktionshalle sozusagen wiederherstellen kann aus der Niederlausitzhalle, hat derjenige von der Firma, die das vorgetragen hat, sich ein bisschen im Ton vergriffen und hat gleich sozusagen gesagt, na, Leichtathletik kann in einer Multifunktionshalle so nicht mehr stattfinden. Ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Das werden wir dann sehen, welche Disziplinen dann unterkommen. Zumal auch auf dem Sportplatz in der Briesker Straße Leichtathletik Open Air möglich ist. Doch gerade im Winter sind die Trainingsbedingungen im Freien suboptimal.
Deshalb gibt es einen klaren Wunsch von Seiten des TSV. Wir wünschen uns, dass die Halle natürlich für uns erhalten bleibt, dass wir weiterhin hier unsere Heimat haben. Also muss man sagen, es ist für viele von uns auch wirklich Heimat geworden und immer noch Heimat. Und deswegen wünschen wir uns natürlich, dass diese Halle als Leichtathletikhalle erhalten bleibt. Natürlich mit Möglichkeiten für andere Sportarten, das steht außer Frage. Aber wir wollen trotzdem, dass diese Halle primär eine Leichtathletikhalle bleiben würde. Doch auch das Stadtoberhaupt hat im Fall Niederlausitzhalle einen Wunsch. Wir sind ganz, ganz am Anfang. Das heißt, wir werden erst, wenn wir überhaupt Fördermittel bekommen sollten für die Ertüchtigung und Wiederbelebung der Halle über den Sport hinaus, erst dann werden wir Planungsleistungen beauftragen. Und da ist es dann selbstverständlich, so wie wir es immer machen, dann werden die Vereine und Nutzer, aber auch die künftigen Nutzer eingeladen. Dann wird die Aufgabenstellung definiert und da werden die Wünsche auch der Leichtathletinnen mit vorgetragen. Und erst am Ende der Planungsphase muss nochmal die Stadtverordnetenversammlung beschließen. Also wir haben noch ganz, ganz viel Zeit und ich wünsche mir ein bisschen mehr Ruhe in der Diskussion. Im Endeffekt werden es die Stadtverordneten sein, die über die Zukunft der Niederlausitzhalle mitentscheiden. Und da gibt es eine klare Hierarchie. Für den Fall, dass wir es nicht im Rahmen Strukturwandel finanziert bekommen, kann ich im Moment gar keine Aussage machen. Haushaltsmittel sind in der nicht vorgesehen und die Stadtverordnetenversammlung hat eine klare Beschlusslage. Die Niederlausitzhalle ist auf einem der hinteren Plätze, aber mit dem Satz, wenn es Fördermittel gibt, soll es vorgezogen werden. Trotz aller Emotionen und Erinnerungen, am Ende ist das liebe Geld das alles Entscheidende. Und für den Moment bedeutet das Hoffen auf Fördermittel.